In diesem Roman verflechtet sich sexuelle Selbstfindung mit dem schonungslosen Kampf der Industrie um die ländlichen Gebiete Englands. Der Wald wird darin zum Zufluchtsort einer jungen Gutsherrin und zum letzten Schutzwall des Adels vor den Bergbauunternehmen. Lady Chatterleys Liebhaber ist heute ein Klassiker. Er hat nichts von seinem erotischen Reiz eingebüßt, der ihm bereits bei seinem Erscheinen 1928 nachgesagt wurde. Als der Roman 1960 im immer noch puritanischen England als Taschenbuch herauskommt, wird dem Verleger der Prozess wegen obszöner Publikation gemacht. Das Werk bricht sexuelle und soziale Tabus und erzählt vom Aufeinanderprallen zweier Welten. Gleichzeitig erleben zwei Liebende die völlige körperliche Erfüllung. Im England von Lawrence stehen sich zwei Welten gegenüber. Das alte, agrarisch-ländliche England, das idyllische, fröhliche England von einst und das England mit seinen rauen, düsteren Industrielandschaften des Kohleabbaus. All das findet man im Buch Lady Chatterleys Liebhaber wieder. Lady Chatterley lebt eingeengt, fast schon eingesperrt auf dem Landsitz ihres Ehemannes, der vom Herrenhaus in Traversal inspiriert ist. Im Herbst 1920, als die Handlung des Romans beginnt, erstreckt sich das Anwesen noch über viele Kilometer. Mehrere Gehöfte und ein Wald befinden sich darauf. In diesen Wald flüchtet sich Constance, Connie genannt. Sie will einer Ehe entkommen, die sie einengt. Durch die Liebe zum Wildhüter ihres Mannes entwickelt sie sich zu einer freien und unabhängigen Frau. Der erotisch aufgeladene Wald ist von dichtem Rauch umgeben. Er weht vom Kohlebergwerk herüber, das an das Dorf Traversal grenzt. D.H. Lawrence nennt es die große, traurige Grube. Diese kennt er nur allzu gut, denn er stammt aus einer Familie von Bergleuten aus der Gegend von Traversal. Das ist die Region, in der Lawrence lebte. Er nannte sie das Land seines Herzens. Es ist auch das Land meines Herzens. Ich lebe hier. In dieser Gegend befand sich das Bergwerk von Brinsley. Zu Lawrences Zeiten war das Bergwerk noch aktiv. Es war schmutzig und es ging betriebsam zu. Sein Vater Arthur arbeitete hier. Lawrence war diese Landschaft vertraut. Das wird in Lady Chatterleys Liebhaber deutlich. Darin wird die Landschaft um die Kohleabbaugebiete beschrieben, in der das Hässliche und das Schöne einen starken Kontrast bilden. Die Bergwerke und die sie umgebenden Landschaften sind ein wichtiges Motiv in den Werken von Lawrence. Das zeigt sich in seinem Essay Nottingham und seine Bergbaulandschaft. Das schlimme Vergehen der wohlhabenden Klassen und Förderer der Industrie im viktorianischen Zeitalter war, dass sie die Arbeiter zur Hässlichkeit verdammten. Zu hässlichen Ideen, einer hässlichen Religion, hässlicher Hoffnung, hässlicher Liebe, hässlicher Kleidung, hässlichen Möbeln, hässlichen Häusern. Zu einem hässlichen Verhältnis zwischen Arbeitern und Arbeitgebern. Die menschliche Seele hat Schönheit nötiger als Brot. Cool. 15 Kilometer vom Landgut Traversal entfernt liegt Eastwood, ein Städtchen mit roten Backsteinhäusern, in dem Lawrence seine Kindheit verbringt. Lawrence ließ viel von Eastwood in die Schauplätze von Lady Chatterley einfließen. Er beschreibt es in allen Details. Seine dreckigen Straßen, die laut dröhnenden Motoren, die Kumpel, die in Scharen die Straßen hinunterliefen, mit ihren lauten Grubenstiefeln. Die Stimmung, die Lawrence in seinem Roman beschreibt, entspricht der Atmosphäre in seinem Zuhause. Die kleinen Häuser wurden von Bergmännern erbaut und von den Besitzern der Kohlebergwerke finanziert. In diesem einfachen Haus mit engen Zimmern, das heute ein Museum ist, lebte Lawrence zusammen mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern.
Lawrences Vater kehrte aus dem Bergwerk stets von Kopf bis Fuß mit Ruß bedeckt zurück. Sein ganzes Gesicht war schwarz. Man sah nur das Weiß seiner Augen und seiner Zähne hervorblitzen. Er sah befremdlich aus, so wie die Bergmänner, wie sie in Lady Chatterley von der Oberschicht beschrieben werden. Sie sahen wie Aliens aus. Es sind keine Menschen, es sind Tiere. Das wirst du nie verstehen. Du darfst deine Illusionen nicht auf andere Menschen projizieren. Diese Bergleute sind immer dieselben und sie werden es immer bleiben. Lawrence entstammte nicht dem Adel, doch er verstand ihn ziemlich gut. Lydia, seine Mutter, wollte immer zur Mittelschicht gehören und Lawrence hatte eine enge Bindung zu ihr. Er saß zu ihren Füßen, wenn sie Klavier spielte. Er hatte eine weibliche Perspektive auf die Welt. Mit Connie in Lady Chatterleys Liebhaber bringt er die Sicht der Frauen zum Ausdruck. Doch es ist auch seine eigene Perspektive, seine Sicht der Dinge, seine Meinung. Connie ist sein Werkzeug, sein Sprachrohr. Das zweite Gesicht Englands, so wie Lawrence es beschreibt, verbirgt sich im historischen Dorf Tiverton. Die Pfarrkirche St. Catherine's Church steht an dem Weg, der zum Landsitz Tiverton führt. In Lady Chatterleys Liebhaber heißt er Rugby Hall. Connie und Clifford kehrten im Herbst 1920 nach Rugby zurück. Rugby war ein altes, langgezogenes Haus aus bräunlichem Backstein. Es stand auf einer Anhöhe in einer schönen alten Parkanlage mit Eichen. Zu Lawrences Zeiten war das Anwesen größer. Es umfasste zahlreiche Bauernhöfe und erstreckte sich weit über die Landschaft. Der Park wurde hauptsächlich dazu angelegt, um den Blick auf die Bergwerke der fortschreitenden Industrialisierung zu verdecken. Rugby Hall, wie es in Lady Chatterley beschrieben wird, ist mit Sicherheit vom Tiverton Manor inspiriert. Man kann sich Lawrences Faszination auf seinen Streifzügen mit dem Vater durch die Gegend vorstellen und welchen Eindruck dieses höher gelegene Haus auf ihn machte. Lawrence gelang es, die symbolische Macht einer Elite aufzuzeigen, die England noch immer regierte. Die vielen Fenster, die das Heizen schwierig machen, sind ein Zeichen des Wohlstands und der Zufriedenheit der Bewohner des Hauses. Doch das Schicksal dieser Elite ist mit der großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs bereits besiegelt. Sie ist dem Untergang geweiht. Constance führt ein zurückgezogenes Leben, das sich fast ausschließlich zwischen diesen Wänden abspielt. Ihr Ehemann Clifford, ein Adliger und Großgrundbesitzer, ist rücksichtsvoll. Doch der Krieg hat ihn zum Invaliden gemacht. Er ist impotent und wird ihr nie Kinder schenken können. Sie glitt in ihr Nachthemd und ging zu Bett, wo sie bitterlich weinte. Und durch diese Verbitterung brannte sich eine kalte Empörung gegen Clifford, sein Schreiben, seine Gespräche in sie ein. Gegen alle Männer seiner Art, die eine Frau sogar um ihren eigenen Körper betrogen. Es ist ungerecht. Ungerecht. Das Gefühl einer tiefen körperlichen Ungerechtigkeit brannte in ihrer Seele. Die Ironie dieses wunderschönen Ortes zeigt sich im Roman darin, dass Connie in einem goldenen Käfig lebt, sehr weit von der Stadt entfernt. Ihr fehlt der Austausch mit anderen Menschen. Und natürlich fehlt ihr Liebe und auch eine gewisse Beziehung zur Natur. Im Roman heißt es weiter: Nachdem sie Clifford zurückgelassen hatte, rannte sie plötzlich durch den Park. Sie bettete sich im Farn. Sie wollte weg von zu Hause, weg von allen. Der Wald war ihr einziger Zufluchtsort, ihr Refugium.
In der Natur sieht Lady Chatterley auch einen Schutzwall gegen die unheilvolle Industrialisierung, die ihr England verwüstet. Lawrence wählt das Reich der Flora und Fauna als Symbol für die sinnliche Erfüllung seiner Heldin. Den Wald aus dem Roman gibt es heute nicht mehr. 30 Kilometer vom Anwesen in Traversal entfernt liegt Sherwood Forest. Der Wald veranschaulicht den Naturschauplatz, in dem sich die Leidenschaft zwischen Connie und dem Wildhüter Mallers entfacht. Als verheiratete Frau aus dem Adel gibt sie sich diesem Mann aus dem Volk hin, den Lawrence als roh und fast schon furchterregend beschreibt. Der Sherwood Forest ist ein einzigartiger Ort. Er ist der Restbestand eines sehr alten Waldgebiets, umgeben von Hunderten von Eichen, die alle an die 500 bis 600 Jahre alt sind. Hier konnte Lawrence die einengende, industrialisierte Welt, in der er aufgewachsen war, hinter sich lassen. Der Wald war für ihn ein wichtiger Zufluchtsort. Wenn man durch diese Wälder geht, scheinen viele der Bäume Gesichter, Arme und Beine zu haben. Und vielleicht sind diese Bäume für Connie lebendiger als die Menschen, die sie in ihrer Welt umgaben. Im Wald steckt das Leben. Dort findet sie zu sich selbst. Dort ist sie frei. Die Zyklen der Natur stehen für die Wiedergeburt. Die Natur ist ein sexuell aufgeladener Ort. Sie ist einer der wesentlichen Orte, an denen man seine Abenteuer ausleben kann. In der Natur sind gesellschaftliche Hierarchien aufgehoben. Im Wald kann jeder dem Menschen begegnen, den er begehrt. Dort gibt es keine Regeln. Connie kann mit Mallers zusammen sein, mit ihm schlafen. Lawrence schreibt: Es war eine erstaunliche Nacht voller Leidenschaft. Sie war ein wenig erschrocken und hingerissen, fast ohne es zu wollen. Sie empfand gegen nichts einen Widerstand und eine zügellose und ungehemmte Sinnlichkeit durchfuhr sie bis ins Innerste, legte ihr den letzten Schleier ab und machte eine neue Frau aus ihr. Es war ein Triumph, fast schon ein Sieg. So fühlte es sich also an. Da war das Leben. Dass der Roman von einer Frau erzählt, die durch die Natur ihre Sexualität entdeckt und dass sie diese Erfahrung so detailgetreu aus ihrer eigenen Perspektive schildert, stieß damals auf großen Widerstand. Frauen sollten so etwas nicht tun. Lawrence hat mit diesem Buch zu einem Mentalitätswechsel beigetragen. Vielleicht sogar in der ganzen Welt, aber vor allem in England, wo er auf unzählige Hürden stieß. Erst in den 1960er Jahren konnte sein Werk unzensiert viele Menschen erreichen. Was sind doch die Dichter und all die anderen für Lügner? Sie lassen einem in dem Glauben, Gefühle seien wichtig. Doch ist das, was man am dringendsten braucht, diese durchdringende, verzehrende Sinnlichkeit.